Bevor wir uns jetzt gemeinsam den Update-Prozess ansehen, noch ein Hinweis: Solltet ihr nach der oder während der Initialisierungsfahrt auch die Fehlermeldungen haben, welche ich auch auf dem Fahrzeug hatte, stellt das Fahrzeug danach ab für circa eine Stunde und danach startet ihr das ganze Fahrt los und dann sollten die Fehler verschwunden sein. So war es zumindest bei mir. Ich werde das Ganze jetzt nochmal referenzieren hier an diesem Skoda Enyaq iV 50. Hier läuft aktuell gerade das Update durch. Ich gebe dem Fahrzeug natürlich auch die 10 Minuten Zeit, bevor wir dann in den Update-Prozess von diesem iV 60 wechseln. Hier am iV 50 gab es keine Probleme. Hier ist das Software-Update, so wie es aussieht, problemlos durchgelaufen. Die Meldung ist gerade erschienen. Die Kontrollleuchte leuchtet. Fahren wir das Ganze hoch. Ich kann hier kein Klingeln hören. Und auch nach der ersten Initialisierungsfahrt mit dem iV 50 keine Fehlermeldungen im System. Also das Update läuft einmal gut und einmal schlecht durch. Aber seht doch selber, wie es jetzt am iV 60 lief. Es ist bereits das zweite Update Over the Air in KW 20. Heute ist der 17. Mai 2024 und es ist nicht dieser Teddy, welcher jetzt hier aufgespielt wird, sondern wir schauen doch mal rein, drücken auf OK. Und wie wir sehen, passiert gerade nichts. Das war auch schon beim letzten Mal so. Scheinbar haben wir hier einen Bug drinne. Gehen wir mal hier oben auf die Null, ob uns hier etwas angezeigt wird. Keine Benachrichtigungen vorhanden. Das ist doch sehr schade. Scheinbar handelt es sich hier um einen Bug. Ihr müsst die Zündung ausmachen, euren Popo etwas vom Sitz erheben und schon taucht hier oben das Update auf. Dann gehen wir doch mal drauf. Das Update dauert circa 10 Minuten. Sicherheitsrelevante Funktionen und Warnmeldungen sind deaktiviert sowie der Online-Modus aktiviert. Sie können Ihr Fahrzeug in dieser Zeit nicht nutzen. Einige Einstellungen werden durch das Over-the-Air-Update möglicherweise zurückgesetzt. Das Standlicht muss man ausschalten. Gehen wir doch mal auf weitere Informationen. In diesem Update wird die Software des Steuermoduls für den Antriebsmotor modifiziert. Dieses Update führt nicht zu einer Erhöhung der Softwareversion. Das Update ist kostenlos und verbraucht keine erworbenen Daten. Die Installation nimmt circa 10 Minuten Zeit in Anspruch. Die Installation dieses Updates ist Voraussetzung für alle zukünftigen Over-the-Air-Updates. Das Fahrzeug kann während des Updates nicht gefahren, geladen werden. Das Fahrzeug muss verlassen werden und abgeschlossen werden, damit die Installation starten kann. Bei der ersten Fahrt nach dem Update kann am Anfang die Leistung reduziert sein. Sobald Sie auf 40 km/h oder 25 mph beschleunigen, findet eine automatische Kalibrierung statt. Bedeutet also nach dem Update auf 40 km/h mindestens beschleunigen oder halt 25 Meilen pro Stunde. Bei erneuten Drücken des Gaspedals steht die volle Fahrleistung wieder zur Verfügung. Hier gibt es noch ein paar funktionelle Einschränkungen. Die blende ich euch jetzt hier gerade ein. Wird das Fahrzeug nicht innerhalb von 10 Minuten nach Drücken des Installationsbuttons verriegelt, wird das Update nicht abgeschlossen. Wir werden das Ganze jetzt durchführen. Nach dem Over-the-Air-Update, nach dem ersten Starten leuchtet eine Lampenausfallkontrollleuchte auf. Die schauen wir uns doch dann entsprechend an. Diese Warnung wird durch die erste Initialisierung, also das heißt durch Starten der Zündung des Systems, nachher verursacht. Und es hat keinen Einfluss auf die Funktion der Beleuchtung. Nach dem Schalten des Fahrzeugs in den fahrbereiten Zustand, also Ready, und nachher auf die Fahrstufe D, verschwindet die Warnung. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an Ihren Servicepartner, ebenso bei Problemen mit dem Update. Na, dann gehen wir doch mal auf Installieren. Vorher muss ich noch das Licht ausschalten, weil hier hat er reklamiert. Das habe ich jetzt händisch getan. Gehe auf Installieren und jetzt muss man das Fahrzeug verlassen und verschließen. Schicken wir das Fahrzeug in den Ruhemodus, das machen wir doch gemeinsam. Es ist 8.10 Uhr und dann schicken wir doch mal das Fahrzeug in den Ruhemodus. 10 Minuten sind vorbei. Das Fahrzeug hat es eben signalisiert mit kurzem Aufblinken. Im Fahrzeug selber haben wir keine Meldung. Ich hatte das Fahrzeug leider etwas früher aufgemacht. Dann gab es eine Meldung auf dem Bildschirm, die blende ich euch jetzt ein. Aber jetzt machen wir das Fahrzeug mit dem Schlüssel auf. Und hier steht schon drin, das Over-the-Air-Update ist abgeschlossen. Das sehen wir uns gleich genau an. Und hier die versprochene Kontrollleuchte. Das Update ist abgeschlossen. Ich werde jetzt im Auto mit diesem folgenden Hinweis begrüßt. Over-the-Air-Update verfügbar. Ein Over-the-Air-Update der Software ist verfügbar. Klicken Sie auf OK und dann auf Update verfügbar.
Beim ersten Fahrtantritt nach dem Update kann die Fahrleistung zunächst begrenzt werden. Sobald Sie auf 40 km/h bzw. 25 Meilen pro Stunde beschleunigen, findet eine automatische Kalibrierung statt. Nach Neubetätigung des Fahrpedals ist die volle Fahrleistung wieder verfügbar. Leider ist die Meldung jetzt schneller verschwunden, was sehr schade ist. Auch nicht sehr intuitiv von Skoda, weil ich konnte gar nicht auf OK drücken. Es gibt doch noch leider diverse Bugs. Machen wir nochmal die Zündung aus und drücken wir auf OK. Das war es gewesen. Etwas abweichend vom Text. Es sollte noch etwas passieren, aber es passiert nichts. Also starten wir doch jetzt mal die Zündung und die erste Fahrt. Es gibt einige Fehlermeldungen. So zum Beispiel ist die Rangierfunktion oder auch der Auspackassistent, die Einparkhilfe, nicht verfügbar. Das ist bei mir jetzt mal die erste Systemmeldung nach dem Neustart. Hier können wir auch die Meldung sehen. Einparkhilfe nicht verfügbar, Auspackassistent nicht verfügbar. Wir fahren jetzt 18 km/h. Es geht etwas langsamer vorwärts. Jetzt fahren wir 45. Bremsen jetzt mal ab. Leider Gottes ist die Meldung immer noch da. Diese wird wahrscheinlich erst nach einer weiteren Initialisierung gelöscht werden. Aber beschleunigen wir jetzt mal wieder hoch. Das Fahrzeug verhält sich ganz normal. Ich kann keine Unterschiede feststellen. Werde jetzt aber entsprechend hier einmal anhalten. So. Ganz kurz abschneiden. Die Zündung schließen. Hier kommt immer wieder die gleiche Meldung. Wie wir sehen, wie eben auch. Ich schicke das Fahrzeug gleich nochmal in die Busruhe. Dann verlassen wir mal das Fahrzeug. Wie gesagt, leider habe ich hier Fehlermeldungen nach dem Update drauf. Verriegeln wir nochmal das Fahrzeug. Nehmen wir dazu auch die Fernbedienung, nicht das Chassis. Fahrzeug ist verriegelt. Und lassen wir das Fahrzeug kurz stehen, dass es in die Busruhe reingeht. Scheint nicht ganz so störungsfrei durchzulaufen, dieses Update. Leider. Aber schauen wir doch mal, was nach dem Neustart passiert. Und dann öffnen wir doch mal gemeinsam das Fahrzeug mit der Fernbedienung wieder. Steigen ein. Wichtig ist erstmal diese Kontrollleuchte für das Standlicht. Diese Fehlerleuchte ist weg. Hier gibt es jetzt erstmal auch keinen Fehler mehr, aber das hat nichts zu heißen. Starten wir die Zündung. Und leider gibt es wieder ein paar Fehlermeldungen. Auspackassistent nicht verfügbar. Das ist jetzt noch die letzte Meldung, wo ich habe. Bin ich mal gespannt. Ich stelle das Fahrzeug jetzt noch einmal längere Zeit ab. Und dann werden wir doch noch mal gemeinsam sehen, ob die Meldung sich dann löscht. Ansonsten wäre es einen Termin in der Werkstatt wert. Gerade bin ich noch losgerollt und da kam noch die zweite Fehlermeldung wieder dazu. Die Parkhilfe, Einparkhilfe ist nicht verfügbar. Also durch die Busruhe eben konnte ich das Ganze nicht beheben. Ja, auch nach mehrfacher Busruhe jetzt. Immer noch die Fehlermeldungen auf dem Fahrzeug, 2 Stück insgesamt. Ausparkassistent nicht verfügbar. Einparkhilfe nicht verfügbar. Plus, wenn ich mich abschnall bzw. die Zündung ausmache, ist der Hinweis, Overseer-Update verfügbar, taucht auf. Leider passiert hier entsprechend nichts. Ich blende euch das Bild nochmal ein von dem Overseer-Update verfügbar. Hier genau dieser, wenn ich auf OK drücke, passiert rein gar nichts. Also es ist ein Fall jetzt für den Servicepartner. Leider, ich finde es sehr schade, dass Skoda während des Updates hier nicht einen Statusbalken einblendet, dass man nicht die Tür vorher aufmacht. Also ich habe mich an die 10 Minuten gehalten. Leider Gottes hat das Update nicht funktioniert. Warum auch immer, schreibt es mir doch mal bitte in die Kommentare, ob das Update bei euch funktioniert hat. Und bis zum nächsten Video, euer Mario.